Herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin's, euer Host Petra Rosu, wieder zum Podcast How to Baby, Folge 136. Wir haben letzte Woche schon mit meiner heutigen Gesprächspartnerin, Frau Doktorin Sigrun Rosmanit, die Thematik, wann sind Mütter denn oder Frauen gewalttätig, werden sie zu Täterinnen, was steckt in der Frau? Das haben wir angesichts ihrer neuen Buchveröffentlichung Täterin besprochen. Und heute gehe ich in einen weiteren spannenden Themenblock, nämlich Elternschaft. Wie funktionieren sie heute? Wie sollen sie funktionieren? Welche Ansprüche haben wir im Wandel der Zeit? Hallo, danke, dass wir da sein dürfen, Frau Doktorin Rosmanit. Hallo. Gerne, herzlich willkommen. Danke sehr. Wir sitzen hier im Dachgeschoss Ihrer Räumlichkeiten und wir sind umgeben von Ihren wunderbaren Hunden. Eine ist ja, die Sie immer begleitet, Sie sagten es, Therapiehündin. Und ja, das ist schon eine Ihrer Energiequellen, wie wir gehört haben. Zweifelsohne, ja. Richtig, das heißt, Sie sind auch dreifache Mutter, neben Ihrer Expertise als Fachärztin für Psychiatrie, für Forensikerin, die Sie ja bekannt in Österreich seit vielen Jahren, Jahrzehnten sind. Haben Sie es geschafft, neben all Ihrer Beruflichkeit auch Familie zu leben, Eltern zu sein und umgeben von ganz vielen Tieren? Was verstehen Sie, Frau Dr. Rosmanit, unter einer funktionierenden, erfolgreichen Elternschaft? Eine erfolgreiche Elternschaft, da müssten wir mal zunächst fragen, was heißt Erfolg für Eltern? Sind das erfolgreiche Kinder in Zukunft? Das heißt, das Aushängeschild der Eltern? Oder sind das erfüllte Menschen, die erzogen werden zu einem gewissen eigenständigen Denken, zu einer Selbstständigkeit im Leben und auch zu einer, das braucht man zweifelsohne, Durchsetzungsfähigkeit. Das sind völlig unterschiedliche Vorgangsweisen auch in der Erziehung und die hängen ganz vornehmlich davon ab, wie sind die Eltern selbst aufgewachsen. Das ist eine wunderbare Gegenfrage. Was sind erfolgreiche Eltern? Und Sie werden natürlich, Sie haben es schon beantwortet, unterschiedlichst gesehen in unserer Kultur. Also da steht das Wort reich drinnen. Sollen sie reich, Karriere, reich etc. werden oder nicht? Können wir uns vielleicht im heutigen Podcast darauf einigen, wie ist es richtig, sie loszulassen, um glückliche Kinder, glückliche Menschen und in ihrem Selbst ganz sichere junge Menschen zu begleiten. Ja, um im Leben in sich Sicherheit zu finden, muss man sie früh erlebt haben, von außen. Das wird dann verinnerlicht. Menschen, die sich unsicher fühlen und noch mehr Menschen, die Angststörungen, Depressionen und sonst psychische Symptome haben, haben keine Sicherheit in sich, brauchen das, was ihnen fehlt, außen zum Anhalten, greifen entweder nach Menschen oder nach Vorstellungen oder nach Gemeinschaften, wo sie eingebunden sind und wo sie Sicherheit finden. Das heißt, sichere Menschen, die in sich Sicherheit finden, haben sie früh und über die Zeit, wo sie noch nicht selbst dazu imstande waren, von außen, von ihren Eltern erlebt. Ja, jetzt sprechen wir von den heutigen Eltern, die im Schnitt, ich sage jetzt mal 20, 25, 30, 35 Jahre alt sind, vielleicht 40. Mhm. Und die haben auch ihre Eltern natürlich als Leitfiguren. Aber nichtsdestotrotz haben genau diese Eltern die große Herausforderung, in diese neue Zeit zu begleiten, in eine völlig andere Zeit, in der ganz andere Gesetze gelten, nämlich jene, die die Kinder ja auch schon als ganz kleine Kinder anzeigen. Und es wird nicht mehr so erfolgreich sein, wie ich denke oder sehe, wie wir in der Umwelt sehen. Und Eltern sind mehr und mehr verwirrt, weil genau diese Strukturen zerfallen, zerbröseln. Mhm. Was würden Sie dann heute aus Ihrer Sicht, um eben gesehen zu werden, gehört zu werden, anraten den Jungeltern? Was bedeutet das gut und
liebevoll zu begleiten? Ich glaube, das Wesentlichste, und das hat sich nicht über die Zeit geändert, ist die Intuition. Dass Eltern sich empathisch auf das Kind einstimmen können, das ist das eine. Das heißt, dass man nicht zu früh eigene Erziehungskonzepte drüber laufen lässt, zum Beispiel, dass man dann konkurriert mit anderen, welches Kind früher sauber ist. Ich sage jetzt einmal provokant, Kinder wären selbst sauber, wenn man sie in einer angemessenen Weise erzieht dazu, wenn man sie zwingt und ganz früh zu Leistung anspornt. Wir dürfen nicht vergessen, etwas herzugeben, Stuhl herzugeben, nicht mehr in die Windel zu machen, aufs Töpfchen, ist ein erstes Leistungsprodukt. Ja. Und wenn das nicht gehörig gelobt wird, sage ich jetzt einmal, so obskur das klingen mag, und wenn die Mama und der Papa sagen, pfui, verschwind hinaus damit, dann erfährt das Kind schon früh, das, was ich produziere, ist pfui. Und in der heutigen Zeit geht alles oder so vieles auf Äußerlichkeiten. Die Kinder, so klein sie sind, brauchen keine Windel mehr, eine tolle Mutter. Ich sage ja, eine leistungsorientierte Mutter, nicht unbedingt für das Kind top. Also eine Mutter, die sich empathisch einstellen kann, ja, und nicht irgendwelchen Ideologien sich verpflichtet fühlt. Also man liest dann zum Beispiel, also wenn Kinder in der Nacht schlecht schlafen, dann sollen sie tagsüber beim Einschlafen geweckt werden, dass sie weniger schlafen und nachts besser schlafen. Also so einen Unsinn, kann ich nur sagen, habe ich selten gehört. Warum sollte ich mein Kind unterbrechen in seinem Rhythmus, wenn es nachts schlechter schläft, vielleicht viel Eindrücke gesammelt hat, unruhiger ist oder etwas von mir selbst übernimmt? Das regelt sich. Die jungen Eltern sollten darauf vertrauen, dass sich vieles in der Beziehung mit dem Kind von selbst regelt, wenn sie genügend gut sind. Sie müssen nicht top sein. Niemand ist perfekt. Und wenn man ein oder das andere Mal versagt oder die Nerven durchgehen, das kennt jede Mutter, ja, das macht nichts. Wenn die Liebe zum Kind als Basis bleibt, fühlbar bleibt. Also das Wesentlichste, auch für die heutige Zeit, sind die Gefühle der Eltern für ihr Kind, dass sie dem Kind diese Liebe entgegenbringen, aber auch, dass sie schrittweise, je größer es wird, adäquate Grenzen setzen. Wie geht das? Was sind adäquate Grenzen? Grenzen setzen, adäquate heißt, dass ich meinem Kind verlässlich vermittle, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und das hat sich nicht von heute auf morgen zu ändern, weil sonst ist das völlig inkonsequent. Wenn man davon ausginge, so wie unsere Politiker mit uns umgehen, wenn man das auf die Familie übertragen würde, dann würden wir sagen, bei uns zu Hause gilt heute ein ganz anderer Grundsatz als ein paar Tage später. Heute machen wir das so und morgen ist das dann erlaubt. Das Kind kennt sich überhaupt nicht mehr aus und wird Grenzen überhaupt nicht tolerieren, weil heute gelten sie und morgen gelten sie nicht mehr. Also dieses Beispiel auf die Erziehung übertragen heißt, das Kind muss verlässlich wissen, woran es mit den Eltern ist, und beide Eltern sollten an einem Strang ziehen, auch wenn sie getrennt sind. Dann sollten sie nicht, der eine erlaubt das und der andere erlaubt das, dem Kind eine Verunsicherung geben, weil das Kind hat sofort heraus, was wo erlaubt ist oder spielt die Eltern aus. Das heißt Grenzen setzen. Ja, Grenzen setzen. Es gibt natürlich jetzt verschiedene Ansätze und verschiedene Leitbilder, Kulturen oder Philosophien. Und jetzt haben Sie was Wichtiges angesprochen, nämlich wenn die Eltern getrennt sind. Das ist ja heute auch, das ist ja unser Thema auch, völlig normal. Ja, dass Kinder verschiedene Elternhäuser teilweise haben, dass Paarbeziehungen sich verändern, dass diese Patchwork-Familien immer mehr werden und die versuchte Elternschaft sozusagen gelebt wird. Mhm. Ja,
Jetzt ist es so, was Sie hier dargestellt haben, ist eine sehr demokratische Sichtweise. Mhm. Ja, grundsätzlich, ich bin für dich da, du kannst dich auf mich verlassen, du hast Sicherheit, wir haben Bindung und was ich heute sage, hält auch morgen noch. Mhm. Dann haben wir aber auch autoritäre Eltern, allenthalben noch, die sagen, weil es leichter ist, so hat es zu sein und ich bin älter als du und deswegen ist es so. Mhm. Dann haben wir ganz zuverlässige Elternschaften, also wo man sagt, ja, und ich bin immer da, aber du kannst es dir aussuchen oder so irgendwie. Und dann gibt es auch diese nachlässige Elternschaft, wie sie sie auch selbst definieren, wo man nicht weiß, sind die nicht da, heute sind sie in der Arbeit, morgen nicht. Vier verschiedene Kategorien. Und das bringt mich jetzt zum Ursprungsthema. Wie können Kinder sich da zurechtfinden? Was brauchen sie, wenn die Eltern getrennt sind? Mhm. Wenn verschiedene Menschen zu einem Familiengebilde werden? Mhm. Kinder brauchen Sicherheit. Bevor sie sie in sich fühlen, brauchen sie sie außen. Ja. Kinder sind loyal zu beiden Elternteilen, wenn man sie lässt. Das Fatale nach Trennungen ist ja nur, dass manchmal die Elternteile übereinander schimpfen, ja, und den anderen entwerten. Und das läuft über das Kind, sodass das Kind manchmal von dem Elternteil, wo es lebt, die Ansicht übernimmt. Und dann sagt zum Beispiel, ich mag nicht zum Papa gehen. Der Papa ist, der geht nicht gut mit mir um. Mhm. In Liebe zur Mutter sagt's das, weil die Mutter will vielleicht nicht, ich nehme jetzt ein Beispiel, ja, will vielleicht nicht, dass das Kind auch zum Vater geht. Da ist noch eine offene Wunde bei der Mutter. Wut, Hass und Ärger, was dieser Mann ihr angetan hat. Und sie vermittelt dem Kind vielleicht auch, ob sie will oder nicht, aber in ihren Gedanken, dieser Vater ist nicht gut für dich, weil er war nicht gut für mich als Mann. Und sowas ist fatal. Jeder Mensch und jeder Elternteil hat etwas Wertvolles für das Kind. Selbst die Elternteile, die gravierende, schwerwiegende Gewalttaten begangen haben, nicht am Kind meine ich jetzt, sondern die zum Beispiel im Gefängnis sitzen, sind immer noch ein Stückchen Papa. Ja. Das ist ganz wesentlich zu betrachten. Und wenn ich als Mutter das Kind nur an mich binden möchte, ich sage das extra in diesem Beispiel, weil Väter sind in Österreich benachteiligt. Also die Mütter haben einen Vorteil. Man nimmt auch an, dass sie sozusagen fast besser für das Kind sind, außer sie sind schwerst gestört, aber besser für das Kind sind. Ich frage mich manchmal, wie man so darauf kommt. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Beziehung des Kindes meistens zur Mutter in der frühen Zeit eine engere ist. Das liegt schon von der Schwangerschaft und vom Stillen und so weiter. Also das heißt, ganz wesentlich ist, dass man als Mutter, die getrennt ist von ihrem Partner, fair ist. Ja. Das spürt das Kind. Aber ich verstehe natürlich die Ängste, die solche Frauen haben, dass vielleicht dieser Mann ihnen das Kind abspenstig macht. Und tatsächlich gibt es Väter, die sich für das, was sie selbst erlitten haben von ihrer Ex-Frau, rächen, indem sie dem Kind Negatives über die Mama erzählen. Und das heißt, das ist fatal. Fatal, weil die Kinder instrumentalisiert werden. Genau. Und weil sie auch benutzt werden, um seine eigene Frustration, Sie sagten, seine Einsamkeit, seine Traurigkeit, auch seine Scham auszuleben. Genau. Am Kind. Weil das Kind ist verkörpert letztendlich das Gefühl der Eltern. So und ich sage jetzt es. Nichts, ich spreche jetzt keine Lanze für die Mamas oder für die Papas. Fest steht, da gibt's Beziehungen, die sind entstanden aus einem Gefühl der Liebe meistens, ja? Oder aus einem Gefühl der Zuneigung zumindest. Wie und auch immer, aber es ist eine Beziehung entstanden, ja? Ein Kind dann daraus. Richtig, und ein Kind daraus gekommen. Ja. Und dieses Kind bleibt für immer und ewig die Verbindung zwischen diesen beiden Menschen. So ist es. Und wenn man das verstanden hat, kann man auch in der gröbsten Zeit der Trennung sich vorstellen, diese Bande lässt sich nicht lösen. Durch keine Scheidung, durch keine wie immer gearteten Superkonzepte. Wir bleiben durch die Genetik, durch diesen Akt der Zeugung und des entstandenen Ergebnisses immer verbunden. Immer. Es gibt nichts Verbindlicheres. Es gibt keine verbindlichere Beziehung im Leben als die zu einem Kind. Ja. Selbst wenn es den Kontakt abbricht. Ja.
Und jetzt sind diese instrumentalisierten Kinder, ja, das ist ja jetzt das Gegenteil der, wie ich es eingangs anmoderiert habe, erfolgreichen Elternschaft. Das ist ja eine verarmte Elternschaft, ja. Aber diese Kinder, wie können sie sich denn ohne grobe psychische Beeinträchtigungen selbst Raum verschaffen und Wort verschaffen bei den Eltern? Wie? Gar nicht. Gar nicht. Kommt auf das Alter drauf an. Ich meine, je jünger das Kind ist, umso mehr ist es abhängig von außen. Ja. Und wenn man dem Kind etwas einredet, dann wird es das im ersten Moment auch glauben. Ja. Kein Kind ist negativ der Mutter oder dem Vater gegenüber primär, außer es wird negativ behandelt. Dann natürlich wendet sich das Blatt. Aber sonst sind Kinder loyal zu beiden Elternteilen. Das, was so schwierig ist, ist, dass immer einer der beiden Elternteile tief in sich das Gefühl hat, der andere ist schlechter oder vielleicht die Angst hat, der andere könnte besser als ich sein, mache ich ihn hinunter, damit nicht das Kind lieber zu ihm geht, als dass es bei mir bleibt. Gut. Also das ist so etwas, was mitschwingt. Mhm. Und wenn dann was schief geht später, dann geben die schief geht, das heißt, das Kind kommt auf die schiefe Bahn, macht was, tut nicht weiter in der Schule oder weiß ich was, dann wirft man sich gegenseitig das vor, das ist so, weil du ihn so verwöhnt hast oder weil du so negativ geredet hast. Das heißt, geht's gut, ist jeder stolz, geht schief, war's keiner. Und der das Gefühl hat, er war's nicht, schiebt gleich dem anderen die Schuld zu. Letztlich sind beide daran beteiligt. Ja. Ein Kind wächst in einem Klima heran. Dieses Klima wird von beiden Eltern geprägt. Es wird geprägt und jetzt darf ich fragen, Frau Doktor, wann entsteht denn diese Konkurrenz zwischen den Eltern? Es ist ja auch egal, ob die gleichgeschlechtlich sind oder wie gleich, immer, ja. Sondern einfach zwischen diesen beiden Menschen, die irgendwann einmal beschlossen haben, wir machen Familie. Mhm. Wann entsteht diese Konkurrenz und auch dieses über das Kind hinaus kämpfen miteinander. Das ist ja wie ein, Sie sagen es, der Ball wird zugespielt, das ist ja wie ein Tennismatch. Mhm. Naja, das sind Eltern, die rivalisieren, die konkurrenzieren, die machen das im Leben mit anderen auch. Das sind Persönlichkeitstypen und Persönlichkeitsstrukturen, die halt im Leben über rivalisieren und über besser sein wollen oder besser sein müssen, sich selber auch wirklich besser machen, also zumindest geschäftlich, ja, und die halt dieses Modell in sich haben. Und das machen sie letztlich dann mit dem Kind übrigens auch. Da zählt dann die Leistung. Ja? Ja. Aber die machen das natürlich mit einem Ex-Partner auch. Und wenn zum Beispiel dieser Ex-Partner nicht so erfolgreich ist oder zum Beispiel arbeitslos ist, dann ist er gleich ein Versager vor dem Kind oder zahlt ja nichts für das Kind oder man vermittelt ihm, er hat eh kein Interesse am Kind, weil sonst würde er ja arbeiten. Also das sind oft so unfaire Argumente, die den anderen natürlich mundtot machen. Andererseits gibt es bei Vätern ganz das Gleiche. Schau die Mama an, sie kümmert sich ja nicht einmal gescheit. Du hast einen Rucksack, der ist völlig kaputt. Ich kaufe dir jetzt einen wunderschönen. Ja? Der ist natürlich viel schöner, weil vielleicht der Papa viel mehr Geld hat, als der, den die Mama gekauft hat. Und so wird dann gewissermaßen schon ein Bild geschaffen. Das Fatale dabei ist, dass das Kind keine Sicherheit in sich hat. Das ist das Schlimme daran, weil es kann ja auf diese Mama auch nicht mehr vertrauen, die angeblich so schlecht ist und die nichts weiterbringt oder die weiß ich was macht, nicht? Das heißt, das Wesentliche wäre, dass man unbenommen das Gefühl hätte, so wie ich bin, bin ich gut. Aber wer hat das schon? Das ist die Frage hier. Ja. Ja, also dieses selbstverständliche Gefühl, ich bin eine genügend gute Mama und ich mache das Beste daraus. Aber wenn zum Beispiel, dass das so läuft, dass das Kind erzählt, aber der Papa sagt, du bist nicht gut, weil du hast das und das gemacht und ihn hast du auch verlassen und deinen Freund hast du und so weiter. Also dann ist es natürlich schwierig, weil dann mischt das Kind sich in Sachen ein, das ist nicht die Ebene des Kindes, sondern die Ebene des Ex-Partners, der hier mitmischt, aber das Kind als Werkzeug benutzt. Dann ist es schwierig, dass die Mama Ruhe, Sicherheit und weiter ihr Wohlwollen dem Kind gegenüber bewahrt und anfängt, sich rechtfertigen oder ihrerseits den Papa abwertet. Das heißt,
Wenn ich jetzt in der Mitte unseres Gespräches so ein bisschen in mich gehe, dann bedeutet die glückliche, liebevolle und selbstsichere Entwicklung der kleinen Kinder bedeutet Ehrlichkeit, Transparenz und dass die Eltern, egal ob sie jetzt ein Liebespaar bleiben oder nicht, zusammenhalten und auf jeden Fall loyal bleiben. Und wertschätzend. Ja. Wertschätzend sich selbst gegenüber. Und wenn ich es runter reduziere auf ganz was Simples, wenn ich dankbar bin, dass ich dieses Kind von diesem Mann habe oder dieses Kind von dieser Frau, kann das genug sein? Naja, die Dankbarkeit ist ja eins der schwierigsten im Leben, nicht? Wenn man gekränkt wurde beispielsweise. Dann fällt es ja schon schwer, dankbar zu sein, weil dann ist die Kränkung ein tiefer Schnitt und alles, was davor war, wird schon schwer gesehen. Warum? Und was gefühlt. Macht unsere Psyche, Frau Dr. Hosmanit? Naja. Warum denken wir auf einmal so komisch? Naja, weil eine Kränkung eine tiefe Wunde schlägt. Ja, weil die Liebe, die davor war, die vergessen wir und denken nur mehr an die Kränkung. Wir verbeißen uns in der Kränkung. Mhm. Also ich glaube, dass nach einer Kränkung die Liebe davor in Frage gestellt wird. Dass man das nicht mehr so nehmen kann, wie es vielleicht ursprünglich war und ernsthaft war, sondern dass man alles aus dem Blickwinkel dieser Kränkung sieht. Das war damals schon nicht echt oder das war leider, weiß ich, nicht in Ordnung, wie er sich verhalten hat. Und wenn das Kind zum Beispiel dann noch dem Ex-Partner gleichschaut, dann ist die Gefahr hoch, dass das Kind stellvertretend für den Ex-Partner einiges abkriegt. Das hat man so genannt, das Kind als Giftbehälter. Aggressionen, lacht so blöd wie der Vater, schaut so dumm drein. Das ist furchtbar, weil die Kinder verinnerlichen das ja. Und hören im das späteren auch, Leben sagen sie dann, ich schaue so komisch drein. Wissen Sie, sage ich, zum Beispiel, wenn Sie zu mir kommen, also ich schaue so komisch drein, sage ich, ich sehe es aber ehrlich gesagt nicht. Ja, aber das hat man mir schon ganz früh gesagt und so weiter. Also das verinnerlicht man alles. Aber wir müssen aufpassen, diese getrennten Eltern gibt es ja nicht überall. Wenn ich ganz kurz anskizzieren darf, es gibt zwei Extreme. Die extrem autoritären, die über das Kind drüber fahren, so wie die schwarze Pädagogik, 18. Jahrhundert, ja, alles dem Kind abgewöhnen. Klappt auch, aber leider auch die Gefühle werden abgewöhnt. Also hier werden die Emotionen dann getötet. Das andere sind die ehemaligen, sage ich jetzt einmal, 68er Eltern. Ja, make love, not war. Das sind die, da gibt es keine Grenzen. Ja. Die Kinder sind Gäste, kommen auf diese Welt. Alles dürfen sie, die Kinder malen die Wände mit Kot an, essen am Boden. Nur um die Kreativität der Kinder zu fördern, ihnen keine Grenzen zu setzen. Summerhill-Projekt, sagt ihnen vielleicht natürlich auch was. Ja, bringt nichts. Die Eltern werden mit Vornamen angesprochen, sind die besten Freunde des Kindes, mag sein, aber sie sind nicht mehr die Eltern dann. Ja. Ja? Also das heißt, diese beiden Extreme, manchmal finden sich diese beiden Typen in meiner Praxis ein. Zum Beispiel ein 68er Vater, der in der zerrissenen Jeans daherkommt und der Sohn, 17 Jahre, will nicht mehr in die Schule gehen, kommt mit Anzug und Krawatte. Als Gegenreaktion auf diesen uncoolen Alten, wie er sagt. Ja? Man weiß auch zum Beispiel, dass die 68er Kinder, die Kinder dieser Generation, vermehrt sich in autoritären Gruppierungen finden, um Halt zu finden. Was ich damit sagen will, es gibt zwei Extreme. Man gibt gar keine Grenzen. Im Extrem ist es auch noch nicht liebevoll. Das sind dann die verwahrlosenden Beziehungen und verwahrlosenden Erfahrungen der Kinder, die auch dann kriminell leichter werden. Und es gibt also auch Eltern, die einfach aus einem Konzept heraus sagen, ich begrenze meine Kinder nicht, dann sind sie am kreativsten. Das stimmt nicht. Das Summerhill-Projekt ist völlig in die Sause gegangen. Ja. Man hat aufgehört damit und die Schwierigkeit ist, dass man das ein genügendes Maß an Freiheit und an Grenzen geben kann.
Also ohne eines von den beiden geht das nicht. Die einen sind dann überdressiert, sind nur mehr Leistungsdrücker, nicht? Ja. Die eins nach dem anderen herausdrücken und die anderen finden sich in einer so leistungsorientierten Gesellschaft wie wir sind nicht mehr zurecht. Die wollen Gefühle, die wollen, also die passen sich nicht an, können sich nicht eingliedern, haben größte Probleme am Arbeitsplatz, in der Schule und so weiter. Überall, wo es um Ordnung geht, kommen sie nicht zurecht. Also sie, das sind die Probleme. Ja, sie kommen deshalb nicht zurecht, weil die Systeme nicht zurechtkommen, weil die Systeme schon so wirr sind und die Eltern natürlich sich auch nicht auf die Systeme verlassen können und weil wir auch derzeit nicht wissen, welches System wollen wir eigentlich. Und wenn ich jetzt sagen darf, diese Eltern sind vielleicht jene, die sich um das Klima Sorgen machen, es ist ein Recht der Kinder, dass wir darauf achten, auch da draußen, und es ist auch das Recht der Kinder, hier funktionieren Gesellschaftssysteme, ja, um sich zu haben, um sichere Umgebungen vorzufinden. Und wenn die Eltern das nicht finden, sondern alles selbst stemmen müssen, dann verstehe ich sehr gut, dass weder Summerhill funktioniert, noch autoritär, weil wir alle gar nicht wissen, was überhaupt funktionieren soll, was überhaupt noch in der Zukunft hält. Ja, und das eines, ein wichtiges, ich habe ja auch viele Lehrer in Behandlung, muss ich sagen, ein wichtiges Phänomen ist noch, was mir so auffällt. Wenn Kinder in die Schule gehen und dann Probleme haben, dann machen das manchmal die Eltern zu ihren eigenen Problemen und agieren mit den Lehrern so, als ob es um die Eltern ginge. Ja. Also das ist wir natürlich fatal. Wir, ja, haben Schularbeit, ja, jetzt. Ja, ja. Und wenn das Kind eine Maßregel bekommt in der Schule, ich weiß nicht, es kann natürlich manchmal sein, dass das nicht in Ordnung ist und nicht stimmt, aber in vielen Fällen ist es gut gemeint, eine Grenzsetzung. Und dann kommen die Eltern und machen die Lehrerin nieder, dann stammt das aus dem eigenen. Dann sollte man eigentlich fragen, warum springe ich auf das so an? Das ich kann Punkt. Das ja gar nicht beurteilen. Ja. Ja. Ja, der Punkt ist ja, und jetzt bin ich wirklich an einem ganz wesentlichen Teil dieses Podcasts, Frau Dr. Rosmanit, was bringen die Eltern da mit, unterbewusst, was kommt da hervor in dem Moment, wo sie Eltern werden? Welche ungelösten Probleme schwemmen da heran? Alle Probleme schwemmen heran, die sie selbst erlebt haben von ihren Eltern. Ja. Das ist der Punkt. Und wie können sie das lösen? Nicht? Bitte? Wie können die Eltern dann das jetzt lösen? Schon besser? Wenn einem das selbst auffällt, ja, oder wenn einem das selber auffallen würde, wäre schon viel damit gemacht. Weil man, wenn man das generalisiert, kann man sagen, Eltern, die autoritär aufgewachsen sind, versuchen eines Teils das weiterzugeben, im anderen Teil gehen sie in die Gegenposition und setzen gar keine Grenzen mehr, damit das Kind es besser hat. Ja. Es entwickelt sich aber ein Kind, das es anders hat als die Eltern, aber nicht unbedingt besser. Ja, also es wäre so wichtig, dass man das selber merkt, dass einen wer aufmerksam machen könnte und sagt, naja, wenn du auf dein Elternhaus schaust, dann siehst du, wie streng du aufgewachsen bist, aber dein Kind kennt überhaupt keine Grenzen. Das ist eigentlich etwas, was dem Kind auch nicht gut tun kann. Wenn man irgendwie das annehmen könnte, sehen könnte, was man macht, ist jedes Extrem ist nicht gut. Aber weder das eine noch das andere. Genau. Es ist, kann ja nicht funktionieren. Aber was mir jetzt spontan einfällt, ist, was ist, wenn es gar keine Eltern gibt? Wenn das Kind quasi ein weißes Blatt Papier hat, weil die Eltern verunfallt sind oder wie auch jetzt in Zeiten wie diesen im Krieg sind. Was passiert mit diesen psychischen Phänomenen dann in diesen Kindern? Die können sich ja weder ans Autoritäre noch ans Anti-Autoritäre nichts halten. Die müssen sich selbst machen. Also das erstes einmal wesentlich ist, es kommt darauf an, wie alt diese Kinder sind, ja, wenn sie die Eltern verlieren oder einen Elternteil. Und Kinder haben die Fähigkeit, wenn sie eine genügend gute Umgebung vorfinden, einen neuen Menschen, der in ihr Leben tritt oder jemanden, den es im Leben schon gegeben hat, zu dieser Ersatzperson zu machen. Vor vielen Jahren war eine Mutter, eine Großmutter bei mir, ja, tief verzweifelt, die Tochter ist durch einen Unfall plötzlich gestorben und das Enkel, 4 Jahre alt, sagt zur Oma, Mama.
Ja. Und diese Großmutter ist zu mir gekommen und hat gesagt, sagen Sie mir bitte, was soll ich jetzt mit dem Kind machen, dass es nicht zu mir Mama sagt, weil ich möchte das Andenken meiner Tochter doch in dem Gefühl des Kindes lassen. Ich möchte nicht an ihre Stelle treten. Und ich habe zu ihr gesagt, nehmen Sie das doch an. Das Kind macht sie zu einem Stück Mama jetzt, wie wenn man ein Geländer braucht, das weggefallen ist und jetzt ist die Oma die Mama. Das wird sich ganz von alleine lösen, wenn sie jetzt dem Kind ständig sagen, das hat sie nämlich gemacht, bevor sie gekommen ist, nein, ich bin nicht deine Mama, ich bin deine Oma. Dann verunsichert das komplett und das hat nichts mit dem Ansehen der Tochter zu tun, sondern das Kind löst das ganz von alleine. Ich habe sie 20 Jahre später zufällig getroffen, sie hat mich angesprochen und gesagt, das war goldrichtig, das ist genauso gelaufen. Sie hat dann aufgehört, sie hat aber lange zu mir Mama gesagt und manchmal sagt sie das noch immer. Aber die Mama hat sie im Gefühl, erstaunlicherweise hat sie es aber nicht so im Gedächtnis, trotz 4 Jahren, ja. Das kommt manchmal vor, dass Kinder etwas, was traumatisch plötzlich wegfällt, nicht mehr präsent in der bewussten Erinnerung haben. Das heißt, wenn Kinder aus Kriegsgegenden dann plötzlich in eine Umgebung kommen, wo alles fremd ist, kann das noch immer ganz gut gehen, wenn zumindest eine Person ihnen sich liebevoll zuwendet, aber nicht nur heute, sondern auch in weiterer Folge. Das heißt, so kann ich Halt finden. Nicht alle Heimkinder sind traumatisiert. Das ist eine Fehlannahme. Nein. Oder alle Kinder, die früh ihre Eltern verloren haben, kommen vielleicht einmal auf die schiefe Bahn, weil sie nicht gut sozialisiert sind. Stimmt alles nicht. Wenn man sie lässt, dann greifen Kinder auf die nächste beste Person und wenden sich ihr zu. Das ist natürlich manchmal fatal, weil die neue Partnerin zum Beispiel des Vaters oder in einem Waisenhaus wendet sich natürlich anders zu, als die Mama es getan hat, nicht? Aber es gibt auch Glücksfälle, dass das doch durchaus funktionieren kann. Das heißt, im Kind ist eigentlich etwas, was ein sehr großer Schutz ist. Ein Schutz, dass etwas, was eingebettet ist, auf eine andere Person übertragen werden kann, wenn man es zulässt. Das ist bei frühen, bei kleinen Kindern ist das häufig der Fall. Es kränkt nur die Mama so sehr. Wenn eine Mama eines Kindes mit 1/4 Jahren zum Beispiel, wenn es ein zweites Kind kriegt, ausfällt einige Zeit, sagen wir, sie muss ins Spital und sie muss überwacht werden, dann ist sie vielleicht, sagen wir, 3 Wochen nicht da. Und wenn sie zurückkommt, geht das Kind ihr nicht zu. Ja. Das Kind hat sich, um sich selbst zu schützen, einer genügend guten anderen Person, sei es der Oma, sei es der Tante, wo es halt war in der Zeit, zugetan und hat die sofort genommen. Das heißt, ein beruhigender Faktor. Ein beruhigender das Faktor. Das Kind wird bindungsfähig, genau. Um sich selbst zu schützen. Ja, aber für die Mama eine Kränkung. Und wir sollten uns natürlich bewusst sein, und das sage ich ganz bewusst, trotz unserer Individualität, wir alle sind ersetzbar. Natürlich. Auch die Mama ist ersetzbar durch eine genügend gute Person, wenn die Mama wegfällt. Aber ist das nicht auch beruhigend? Das ist sehr beruhigend. Ja. Also ich denke, wenn man sich das bewusst macht, auch wenn man ganz kleine Babys hat, weil ich glaube, was mich lange begleitet hat, war die Angst, was ist, wenn ich weg bin, also wenn ich nicht mehr für meine Kinder da sein kann, weil gestorben oder was auch immer. Aber das ist jetzt doch wahnsinnig beruhigend, was Sie sagen, dass die Eltern sich auch ein bisschen entspannen können und sagen, es wird, das Kind sucht sich instinktiv und intuitiv jene Systeme, die es auffängt, die ihm Sicherheit, ein Dach geben etc., nämlich ein seelisches Dach. Wenn man sie lässt. Ja. Natürlich, wenn Kinder in andere Länder verschafft werden, so wie wir das hören aus dem Krieg jetzt, und katastrophale Umstände vorfinden, vielleicht noch schlecht behandelt werden, das ist natürlich traumatisch. Der Verlust der Heimat, der Verlust des Elternhauses, eine neue Umgebung, eine lieblose Umgebung, eine strafende Umgebung, das ist furchtbar. Auch das überlebt der Großteil, muss man sagen. Aber da können schon Wunden geschlagen werden, die Narben nach sich ziehen. Ja, diese Narben können
sowohl geografisch, also wie Sie sagen, wenn man jetzt von einem Ort zum anderen wandern muss, migrieren muss, und das ist ja auf dieser Welt, in dieser neuen Zeit, allenthalben der Fall, nichtsdestotrotz, es geht ja auch dieses seelische Exil mit dieser Frage einher. Dieses seelische Exil hat man aber auch, wenn man 50 Jahre an einem Ort lebt, mitunter. Ja, kann man haben, natürlich. Genau. Und ich komme wieder zurück zu diesen Parametern, wann wird es denn erfolgreich, wann werden diese Kinder glückliche Kinder, die zu sich stehen können. Und kann ich aus unserem Gespräch folgern, dann, wenn sie einfach nur akzeptiert werden, wie sie sind, wie sie sich darstellen, wie sie selbst als Persönlichkeiten sich fühlen und einfach auch so bleiben dürfen, ohne dass die Eltern irgendwas immer herumschnitzen? Naja, ich würde es ergänzen, wenn sie spüren, dass sie um ihrer selbst geliebt werden. Ja. Ja, ja. Wenn die Liebe nicht gebunden ist an den Einser in der Schule oder die Liebe nicht gebunden ist an das Topferlmachen oder an das Funktionieren. Das ist aber schwer genug, weil natürlich braucht es auch Kritik als Grenze. Aber darunter muss die Liebe spürbar bleiben. Man darf das nicht total, manchmal vergessen Mütter und Väter total ihre Liebe zu dem Kind, weil sie sich so ärgern, dass dieses Kind nicht funktioniert. Und je unsicherer diese Eltern sind, umso fataler kann das sein, dass sie in ihrer gefühlten Ohnmacht übermäßige Gewalt an das Kind abgeben. Das heißt, das Kind schütteln, das Kind schlagen und dann Furchtbares anrichten. Mhm. Im Extrem fühlen sie sich vom Kind in Frage gestellt. Mhm. Man kann sich als Erwachsener fragen, wie sowas zustande kommt. Aber das kommt dadurch zustande, dass die Eltern selbst so tief verunsichert sind und in sich keinen Halt haben und dann durch ein Kind, das überfordert, das nicht schläft, das schreit zur Unzeit, wie halt das alle Kinder machen eigentlich eine Zeit lang, dann alles in ihnen durcheinander bringt und dann kann es passieren, dass Gewalt angewandt wird von Mutter und von Vaterseite. Weil sie sich zutiefst abgelehnt fühlen und sich selbst in Frage stellen und ihr Minderwertigkeitskomplex hochkommt. Mhm, so ist es. So? Ja. Gut, das heißt, weniger Perfektionsanspruch, mehr Liebe, mehr Zulassen, mehr Vertrauen. Sich selbst, egal was man von außen betrachtet, schafft oder nicht schafft, Eltern sein. Und das schönste Bild, das Sie gesagt haben, auch wenn etwas ganz schief geht, wenn jemand im Gefängnis war oder wenn jemand wirtschaftlich gar nichts vorweisen kann, konnte oder was auch immer. Es sind die Eltern, es sind Mama und Papa und genau. Es ist genug. Die Kinder wissen das in sich und nehmen auch die Eltern so an. Aber die Familie versucht dann manchmal, die Kinder fernzuhalten. Aber was das Leben dem Kind nicht erspart, dass beispielsweise der Papa im Gefängnis sitzt, kann die Familie dem Kind nicht ersparen. Ja. Und das heißt, man muss in solchen Situationen als Vertrauensperson mit dem Kind dabei sein und in diese Situation gehen. Da passiert auch nichts. Auch bei verunfallten Eltern. Ich habe mich früh eingesetzt dafür, dass Kinder zu ihren Eltern dürfen. Eine komatöse Mutter, es gibt keinen besseren Reiz, die eine gute Beziehung zu ihrem Kind hat, wenn sie das Kind zu ihr sprechen hört oder wenn das Kind irgendetwas von sich gibt. Ganz wichtig, aber nicht allein, sondern von außen muss eine Vertrauensperson dabei sein, dass das Kind einen Schutz in solchen Situationen hat. Wunderbar. Das sind schöne Worte, liebe Frau Dr. Rosmani. Danke für dieses Gespräch. Danke für den ersten Einblick, wie es funktionieren kann, egal was passiert. Gibt sehr viel Hoffnung und das wollen wir euch weitergeben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ihr bei uns wart. Und wir setzen fort. Frau Doktorin Rosmani wird mit mir noch über Paartherapie sprechen. Also wenn man wirklich das Bedürfnis hat, man könnte vielleicht das eine oder andere sich doch
helfen lassen, begleiten lassen. Und ja, seid nächste Woche wieder mit uns dabei, wenn es wieder heißt How to Baby. Ich sag alles, alles Liebe, bleibt gelassen, geht in einen wunderbaren Frühling und unter How to Baby Podcast auf Instagram könnt ihr jederzeit mit mir in Kontakt treten beziehungsweise unter howtobaby.info auf unserer Landingpage Anregungen schreiben. Danke, bis bald, eure Petra. Ciao, ciao.